Kennt jemand das Spiel Amida Kuchi? Das ist ein japanisches, so eine Art Lotterie. Nee? Ja, also ich habe mir sagen lassen, dass das in Japan sehr beliebt ist oder auch in Korea. Wird im englischsprachigen Raum auch manchmal Ghost Leg genannt, das Spiel. Die Idee ist, Sie haben eine bestimmte Anzahl von Personen und eine bestimmte Anzahl von Preisen. Also fünf Personen, also die gleiche Anzahl, fünf Personen, fünf Preise, wobei das auch bedeuten kann, dass es einen Preis gibt und vier Nieten oder so. Aber was sie wollen ist, sie wollen dafür sorgen, dass diese fünf Preise zufällig auf die fünf Personen verteilt werden. Oder natürlich geht das Ganze auch mit, statt mit fünf, mit sieben oder mit 42. Und natürlich soll da ein bisschen Spannung bei sein und ein gewisser Spielcharakter. Und die Idee ist, dass das man sich ungefähr folgendermaßen vorstellen kann. Im Original wird das gerne auch tatsächlich mit so richtigen Fäden und so gespielt. Ich male das jetzt mal auf. Also die teilnehmenden Personen malen sie sich erstmal auf. Nehmen wir mal sechs Leute. Das sind die, die eventuell Preise kriegen sollen. Und unten malen sie die Preise auf, die es geben soll. Ja, und jetzt zum eigentlichen Spiel. Sie ziehen zwischen den Leuten und den Preisen jeweils gegenüberliegend eine Linie. Da können Sie sich jetzt auch vorstellen, Sie knüpfen da irgendwelche Bänder oder sowas. Also hier ziehen Sie eine Linie und hier ziehen Sie eine Linie und hier und hier und hier und hier. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, Sie ziehen jetzt zwischen benachbarten Linien an manchen Stellen horizontale Linien, immer wenn zwei benachbart sind. Das ist das, was man dann später die Beine nennt oder die Legs. Darum heißt das Spiel Ghost Leg. Also ich mache jetzt zum Beispiel hier eine Linie hin und hier eine Linie und dann mache ich hier eine Linie hin und hier noch eine. Na, das ist jetzt ein bisschen drüber hinausgegangen. Die soll immer zwei solche Dinger verbinden. Dafür gibt es eigentlich keine Regeln. Die eine Regel ist, machen Sie möglichst viele Querlinien, weil je mehr, werden Sie gleich sehen, je mehr Linien Sie haben, desto spannender und unüberschaubarer wird es. Die zweite einzige Regel, die Sie wirklich beachten müssen, ist, Sie dürfen nicht zwei Linien so zeichnen, dass die sich treffen. Also ich dürfte jetzt nicht gerade hier noch eine hinmachen, sodass die beiden sich hier treffen. Das darf man nicht machen. Aber sonst können Sie machen, was Sie wollen. Ja? Einzige Regel ist, nicht zwei horizontale Linien auf exakt der gleichen Höhe machen, sodass die sich berühren können. Ansonsten, ich mache jetzt mal nicht so viele hier, vielleicht mache ich hier nochmal so da einen hin. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. So, und jetzt ist das Spielchen ganz einfach. Um rauszubekriegen, welcher Preis an welche Person vergeben wird, ziehen Sie von der jeweiligen Person senkrecht runter eine Linie, immer bis sie auf so ein Leg treffen, auf so ein Querbein. Und immer wenn sie auf so ein Querbein treffen, dann wandern sie dieses Querbein lang und gehen dann weiter runter. Weil die Regel ja war, dass solche Querbeine sich nicht berühren dürfen, ist klar, wenn sie an so ein Bein kommen, dass die Richtung feststeht, in die sie gehen müssen, weil es ja keine Möglichkeit gibt, jetzt links oder rechts zu laufen. Also nehmen wir zum Beispiel mal den Orangen hier. Diesen hier. Sie gehen also hier runter und jetzt treffen Sie zum ersten Mal auf eine Querlinie. Regel: Sie müssen jetzt diese Querlinie langlaufen. Dann gehen Sie weiter runter, bis Sie wieder auf eine Querlinie treffen. Dann müssen Sie die Querlinie langlaufen. Dann gehen Sie weiter runter, bis Sie wieder auf eine Querlinie treffen. Dann müssen Sie die Querlinie langlaufen. Und das machen Sie so lange weiter, bis Sie unten beim Preis angelangt sind. Also das orange Männchen bekommt das grüne Geschenkpaket. Und jetzt wollen Sie sicher auch wissen, was das grüne Männchen bekommt. Also gucken wir da auch mal. Da gehen Sie hier runter. Hier kommt die erste Querlinie. Dann gehen Sie hier hin. Runter. Bis zur nächsten Querlinie. Jetzt müssen Sie hier rüber gehen. Jetzt wieder runter. Bis zur nächsten Querlinie, jetzt müssen Sie wieder rüber gehen. Runter, Querlinie,
rübergehen, runter, Querlinie, rübergehen und runter. Noch einen. Nehmen wir vielleicht den roten nochmal. Dafür muss ich natürlich jetzt den grünen wegmachen, sonst wird das ein bisschen unübersichtlich. Der rote läuft hier lang, bis zur ersten Querlinie, rüber, runter, rüber, runter, rüber, runter. Rot kriegt das blaue Paket. Also ich glaube, ich hoffe, es ist jetzt klar, wie das funktioniert. Das nennt man Amida Kuchi. Und wir wollen ja auch was lernen an der ganzen Sache. Darum würde ich jetzt von Ihnen gerne wissen, klappt das denn immer? Also die Frage ist ja, ich kann da jetzt, stellen Sie sich vor, ich mache da jetzt ganz, ganz viele Linien. Das Tolle an dem Spiel ist, wenn Sie genügend Legs machen, dann ist wirklich vorher nicht abzusehen, was Sie eigentlich bekommen. Bloß, das wäre natürlich jetzt ein bisschen peinlich, wenn Sie sich durch dieses ganze Gewirr durchgefieselt haben und nachher stellt sich raus, Grün und Blau bekommen beide dasselbe Geschenk. Das soll ja irgendwie eigentlich nicht passieren, ja? Und darum würde ich jetzt von Ihnen gerne wissen, klappt das immer? Was natürlich klar ist, ist, Sie kommen immer nach unten. Denn die Richtung geht ja immer nach unten. Sie gehen ja immer weiter nach unten. Irgendwann kommen Sie unten an. Aber es könnte jetzt ja zum Beispiel sein, dass ich das gleiche Spielchen für das violette Männchen mache und der landet auch bei dem grünen Paket. Und das wäre doof. Jede von diesen horizontalen Linien ist das, was wir eine Transposition genannt haben. Das heißt, das, was da passiert, wenn Sie das sozusagen von oben nach unten lesen, ist nichts weiter als eine Hintereinanderausführung von Transpositionen. Und was da am Ende rauskommt, ist völlig Wumpe. Entscheidend ist, eine Hintereinanderausführung von Transpositionen ergibt eine Permutation. Ja? Und eine Permutation bedeutet, es werden nicht zwei Dinge auf die gleiche Sache abgebildet. Fertig. Weil eine Permutation bijektiv ist. Das ist ganz, ganz simpel. Ja? Also der entscheidende Punkt hier ist zu sehen, das sind doch alles Permutationen. Das ist im Prinzip ein großer Bubble-Sort, der da durchgeführt wird. Und am Ende kommt eine Umsortierung raus. Und das heißt, es kann nicht passieren, dass zwei Leute dasselbe Geschenk bekommen. Also das Spiel haben wir gerettet. Und vielleicht können Sie daran sich nochmal die Begriffe klar machen.